Hallo und herzlich willkommen zu Amateur Copter und einem neuen Review. Und zwar geht es heute um die Hubsan X4. Das ist das Modell ohne Kamera, also das Einsteigermodell. Packen wir sie mal aus. Im Lieferumfang ist der Copter, die Hubsan, ein Set Ersatzpropeller, der Hebel zum Propeller wechseln, ein 240 mAh S1 Akku und ein USB Ladekabel, natürlich der Transmitter, also die Funke. Bei der Hubsan handelt es sich um einen Minicopter mit 4 Kanälen, also sprich vorwärts, rückwärts, seitwärts, hoch und runter und drehen. Der Copter kommt ready to fly. Man muss nur noch den mitgelieferten Akku montieren und kann direkt losfliegen. Ich habe den Akku jetzt schon vollgeladen, der kommt nur teilweise vorgeladen. So sollte man den natürlich nicht fliegen. Der Akku wird ganz einfach hier hinten reingesteckt. Und dann werden die Kabel miteinander verbunden. Dann nimmt man diesen Transmitter. Hinten kommen 4 AAA-Batterien rein. Der wird dann hier unten eingeschaltet. Und dann connectet sich der Copter ganz von alleine. Zu der Funke ist noch zu sagen, die ist jetzt auf Mode 1. Wenn man möchte, kann man jetzt auch Mode 2 einstellen. Das geht bei der tatsächlich sehr einfach. Dafür muss man nur einfach alles ausschalten. Dann muss man beide Hebel nach außen drücken, dabei den Transmitter einschalten und jetzt im Uhrzeigersinn 2 Runden drehen. Und dann irgendeine Trim-Taste gedrückt halten, bis es rot leuchtet. Dann ist man im Mode 1 und das Ganze für Mode 2 zu machen, macht man das gleiche, indem man beide Pins nach oben links drückt, dann macht man die Funke an und macht wieder 2 Runden im Uhrzeigersinn und drückt irgendeine beliebige Trim-Taste, bis es wieder rot blinkt. Und dann sieht man hier auf dem Display, das wird jetzt auf der Kamera nicht zu sehen sein, M2 für Mode 2. Und jetzt haben wir hier Mode 2 eingestellt. Mit diesen Pfeilen kann man den Copter trimmen, falls der in eine Richtung driftet. Dann kann man hier mit diesen beiden einmal links rechts, also wenn der Copter nach links oder nach rechts driftet, da muss man einfach mit den Pfeilen in die entgegengesetzte Richtung drücken. Dann richtet sich dieser Mittelpunkt einfach neu und dann driftet er nicht mehr ab. Genauso ist es mit den Pfeilen. Das ist, wenn er nach vorne oder nach hinten driftet. Und diese beiden Pfeile sind, wenn der sich von alleine dreht in eine Richtung. Dann kann man das ebenfalls hier trimmen. Der Pfeil hier unten ist dafür da, dass man die LEDs ausschalten kann. Also einfach gedrückt halten. Dann sind die LEDs aus. Und nochmal drücken, sind die LEDs an. Wenn man den rechten Pin gedrückt hält, kommt man in die Einstellungsmaske. Hier kann man jetzt mit einem Knopfdruck wieder auf den rechten Pin zwischen Expert Mode, Normal Mode Einstellungen wechseln. Und wenn man die Einstellung wechseln möchte, einfach auf den linken Pin draufdrücken in die Mitte. Und dann kann man hier, wird angezeigt, wie schnell soll er sich drehen, weil hier unten blinkt es. Also wie sensibel ist die Einstellung fürs Drehen. Dann kann man mit noch einem Druck hier in die Mitte nach vorne und nach hinten die Sensibilität einstellen. Bis 60 im Normal Mode und bis 100 im Expert Mode sogar. So, und jetzt mit noch einem Druck kann man nach links und rechts schwenken einstellen. Da machen wir auch mal bis 60, weil sonst rührt er sich nicht vom Fleck. So, und das Ganze kann man hier auch einstellen. Der Copter kann im Expert Mode auch 360 Grad Loopings machen. Also nach vorne, nach hinten, je nachdem wie man gerade die Richtung hat. Und zwar, wenn man einfach ganz schnell nach vorne fliegt und ruckartig komplett nach hinten zieht, dann macht er einen Salto. Wenn man das nicht haben möchte, macht man einfach in der Einstellung beim Expert Mode nicht auf 100, sondern maximal auf 99. Dann macht er schon keine Loopings mehr. Nur auf 100% macht er diese Saltos. Das war's zu der Funke. Mehr gibt's hier nicht zu sagen. Wenn wir uns den Copter anschauen, er ist auf jeden Fall sehr stabil. Der hält einige Crashes aus und kann danach weiterfliegen, als wäre nichts passiert. Wahlweise kann man sich jetzt hier auch noch so ein Prop Guard dazu bestellen. Der wird dann unter die Propeller einfach auf die Motoren gesetzt. Ja, ansonsten empfehle ich auf jeden Fall, einen ordentlichen Vorrat an Ersatzpropellern sich zuzulegen, weil ohne Prop Guards, wenn man irgendwo mal aneckt, kann es sehr schnell passieren, dass die Propeller drunter leiden, aber das ist auch das Einzige. Und Propeller sind ja für gewöhnlich sowieso Verschleißteile und kriegt man fast hinterhergeschmissen. Alles klar, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ruhig einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, wenn was gefehlt hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.